Heute will ich mir ein Motorrad angucken, was es so eigentlich gar nicht gibt. Wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. Und dieses Mal bin ich wieder auf Hausbesuch. Und zwar bei Hermann Motorradservice in Hünfeld. Den kennt ihr ja vielleicht noch von meiner Probefahrt von der Royal Enfield. Ich blende das gerade mal hier oben ein. Und hier will ich mir heute mal was über eine Marke anhören, die ich normalerweise noch nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, und so sind wir jetzt hier drin angekommen und man erkennt im Innenraum auf jeden Fall schon mal, es ist ein gewisses Faible für Moto Guzzi da. Und da ich ja hier auf jeden Fall erstmal breit aufgestellt bin, was würdest du jetzt so sagen, was ist so das Markante an Moto Guzzi, wenn du mich überzeugen solltest, das ist mein nächstes Motorrad? Okay. Eine Moto Guzzi lebt mit ihrem Motor. Und was ist da so das Besondere? Ja, wir haben einen klassischen Motor. Wir haben einen klassischen luftgekühlten Motor. Ohne Ausgleichswellen. Der rüttelt noch schön, der schüttelt noch schön. Ein echter Motor. So wie ein Motor sein muss. Der Motorradfahrer im Allgemeinen wird eine Moto Guzzi sofort als echtes Motorrad erkennen. Also das in der Motorräder stellenweise so, dass man gar nicht mehr sieht. Wo hört der Motor auf? Wo fängt der Auspuff an? Was ist ein Tank? Das ist ja heutzutage alles im modernen Design verwaschen. Mhm. Moto Guzzi hat halt eben noch ein schönes, klassisches Design. Und was würdest du sagen, ist das jetzt da eine Guzzi dann für jeden was? Oder gibt es bestimmte Zielgruppen für so Geschichten? Guzzi ist ein Motorrad für Kenner. Okay. Ja, wir haben hier eine Moto Guzzi 850, die es so eigentlich gar nicht gibt. Also schon was Besonderes. Warum? Moto Guzzi V7, 750 Kubik, 52 PS, ein wunderschönes Motorrad, aber im Allgemeinen ist der Wunsch da, mehr Hubraum, mehr Leistung, wie überall. Leider macht Moto Guzzi das Motorrad nur mit 750 Kubik. Dann haben wir die V9 Bobber. Die hat mehr Leistung, die hat mehr Hubraum. Es ist halt jetzt in dem Sinne ein Bobber-Motorrad und kein klassisches Naked-Bike. Und auf der EICMA im letzten Jahr hoffte ich, dass Moto Guzzi einfach mal auf die Idee kommt, den 850er Motor in die V7 zu bauen. Sind ja rein optisch die gleichen Motoren und das passt theoretisch auch. Aber nichts ist passiert. Wir wären ja nicht wir, wenn wir keine Lösung hätten. Da steht sie. Auf den ersten Blick geht sie so ein bisschen in die Richtung einer V7. Ist einfach der Tatsache geschuldet, wir haben auf das Motorrad, im Grundsatz ist das eine Bobber, hat aber den Tank, die Sitzbank von der V7 übernommen. Und der Effekt ist halt irgendwie geil. Ne? So rein optisch sieht das. Ja? Man kann eigentlich gar nicht sagen, was sie ist. Ist sie jetzt ein Naked Bike? Klassisch ist sie ja eigentlich auch nicht so richtig, wegen den dicken Rädern. Aber irgendwie ist sie halt einfach nur cool. Ne? Einfach ein fettes, cooles Ding. Und wir haben jetzt hier nicht vorgehabt, so 20.000 Euro in ein Motorrad zu versenken. Weil, naja, schwierig. Wir wollten einfach hier einen Umbau machen, der unterm Strich bezahlbar ist. Quasi so, als hätte Moto Guzzi das im Werk selber gemacht. Und wir würden hier in der Basisausführung bei dem Motorrad liegen wir irgendwo, ja, es geht bei 10.000 Euro los, was irgendwo im Bereich der Serienpreise liegt. Und das ist irgendwie wichtig. Also wir haben jetzt hier kein Prestige-Umbau für uns gemacht, sondern einfach nur mit überschaubaren Mitteln ein schickes Motorrad gebaut. Wir haben einen eigenen Kennzeichenhalter dran gemacht.
der aber auch ranbaubar ist, ohne dass man was wegflexen oder umschweißen muss. Das ist der Serienkotflügel von der V9, von der Bomber. Und mit ein bisschen Adaptern gearbeitet. Den originalen Lichtträger haben wir sogar noch gelassen, um so ein bisschen die originale Linie zu behalten. Ein Rücklicht, was jetzt kein winzig kleines LED-Rücklicht ist, sondern extra eins mit Glühbirnen. Weil ich finde, in klassisch ankerhochtes Motorrad gehört kein LED rein. Bei den Klingeln haben wir das übrigens genauso gemacht. Sitzbank, bisschen zu der Linie vom Kotflügel passend, haben wir schon eine Einmann-Sitzbank drauf gemacht. Ja, und wie gesagt, der Tank von der V7. Und ja, die Namensgebung, was ist denn das eigentlich? Wir haben uns einfach überlegt, wir nennen dieses Motorrad mal eben V850 Scura. Dürfen wir eigentlich nicht, aber haben wir halt gemacht. Haben uns ja auch, vielleicht kann man das mal schön sehen, einen kleinen Schriftzug so überlegt. So sieht das gut aus. Unser V850 Scura. Tolles Motorrad. Das Scura habe ich ja schon gespickt im Internet, heißt Dunkel. Dunkel. Und das passt auch so im Großen und Ganzen. Ne? Wir hätten sie auch Dark nennen können, aber es ist ja ein italienisches Motorrad. Das ja, da muss man das schon durchziehen. Wenn ich den Aufkleber mit Dark draufklebt, dann springt sie nicht mehr an. Okay. So, und wie macht ihr das jetzt da? Das heißt, ihr bestellt von Grund aus erstmal sozusagen so eine Bobber. Und dann halt entsprechend die Teile, die ausgewechselt werden, werden ausgewechselt? Oder könnt ihr zum Beispiel jetzt auch schon sagen, wir brauchen eine Bobber ohne Tank und ohne Sitzbank und machen hab das schon? Ich probiere es. Kein Weg. Okay. Ich habe da verschiedene Möglichkeiten versucht aufzugreifen, einfach eine Bobber zu kriegen. Ohne Tank, ohne Sitzbank, bevorzugt auch ohne Auspuff. Aber da lassen sie sich nicht drauf ein. Klar, ist immer noch Großserienfertigung, das können die nicht machen. Dann hatte ich überlegt, ob man eventuell den Tank und die Sitzbank halt irgendwie wieder als Neuteil zurückschicken kann, dass man das irgendwie verrechnen kann. Geht leider auch nicht. Wir müssen in den sauren Apfel beißen und müssen da tatsächlich Neuteile ranbauen, ein neues Motorrad zerpflücken und andere Bauteile ranbauen. Alle Bobberfahrer, die jetzt da ihren Tank verkratzt haben und ihren Sitz kaputt gesessen haben, sofort bei euch melden. Ihr habt Überschuss da dran. Jede Menge. Okay. Gut. Ja, und damit sehen wir ja eigentlich auch schon, ich hatte es ja, glaube ich, damals schon bei der Probefahrt von der Royal Enfield mal gesagt, es sieht von außen immer ein bisschen unscheinbar aus, aber man sollte doch vielen Leuten mal genau auf die Finger gucken. Also bei euch finde ich es echt faszinierend, dass hier nicht einfach nur Motorräder ausgepackt und ausgeliefert werden, sondern hier steckt ja richtig Herzblut drin mit Sachen Umbauten und so weiter. Das ist auf jeden Fall immer schon mal ein Blick wert. Was macht ihr denn ansonsten so? Was das Thema Umbauten angeht, wir haben die Möglichkeit, beim Moto Guzzi, im Moto Guzzi Baukasten uns zu bedienen. Wenn jetzt beispielsweise jemand sagt, das Motorrad möchte ich gerne haben, das gefällt mir, aber es ist irgendwie zu schwarz. Kein Problem. Die Möglichkeit besteht, man kann sich am Moto Guzzi Baukasten bedienen. Es gibt bei Guzzi verschiedenfarbene Tanks, sondern man könnte auch selber lackieren. Wir können das also individuell gestalten. Dann haut es natürlich nicht mehr mit unserem Ziel vor, das Motorrad unter 10.000 Euro zu lassen, dann wird es natürlich teurer. Aber man könnte jetzt beispielsweise, man sieht ja das, das ist eine Anniversario, im Endeffekt die gleiche Basis wie die V7 Stone, die wir vorhin gesehen haben, die matt schwarz ist. Und hier passt theoretisch, diese ganzen Komponenten passen auch an unsere 850er ran. Also man könnte theoretisch eben, man könnte so einen Chromtank drauf machen und könnte das so in Richtung in Richtung Kaffeeräser entwickeln oder ne, hier mit dem Lederriemen. Also im Prinzip kann man sich in der Moto Guzzi, ja, man kann sich an den vorhandenen Modellen orientieren und kann das individuell gestalten. Das finde ich halt auch so toll an den Guzzis. Baukastensystem, alles gut. Aber wie gesagt, wir machen keine Riesenumbauten. Da gibt es spezialisierte Firmen für. Wir machen sowas, wo man einfach mit überschaubaren Mitteln Effekte erzielen kann. Das ist okay. Und ja, ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass wir die großen Umbauer sind. Okay. Aber zumindest mit richtig Herzblut für die Moto Guzzis. Auf jeden Fall. Da sind die Leute bei euch richtig. Auf jeden Fall. Alles klar. Okay. Ja, dann würde ich sagen,
Für mich ist auf jeden Fall eine Probefahrt noch fällig jetzt da dann. Meine Liste ist zwar schon gut gefüllt für dieses Jahr, aber du hast mir jetzt auf jeden Fall schon mal Geschmack gemacht und da muss ich sowas auch mal ausprobieren, fürchte ich mal. Würde ich auf jeden Fall mal die Liste überdenken und mal ein paar Gutsies reinsetzen. Alles klar. Ja, und das war's im Prinzip auch schon wieder von meiner Seite. Und ich habe ja gelernt, für dieses Jahr muss ich immer darauf hinweisen, man muss wirklich sagen, denkt dran, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ansonsten bleibt mir nur mein üblicher Spruch, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und hoffentlich bis zum nächsten Mal und allerbesten Dank an den Alex. Gerne. Danke, tschüss.